As we see this, let us really every word, let us try to understand every word. This is a very famous and powerful song. Also das ist ein sehr berühmtes und schönes Lied, und wenn wir das singen, dann lasst uns wirklich jedes Wort aufnehmen und jedes Wort glauben. Do you know the origin of this song? Wisst ihr den Ursprung dieses Liedes? It is written by Saint Augustine again. Es ist ein Gebet, das der heilige Augustinus geschrieben hat. He said, "Breathe in me, Holy Spirit." Er sagt, atme in mir, Heiliger Geist. And work in me, Holy Spirit. Wirke in mir, Heiliger Geist. That's what we need. Und das ist es, was wir brauchen. So when it happens in us, it will flow into our whole generation. Und wenn das in uns selber passiert, dann wird es hineinfließen in alle unsere Generationen. With that desire, let us pray. Und lasst uns mit dieser Sehnsucht, mit diesem Verlangen beten, yes, und singen. Yes, yes, yes. 3, 3, 1. Platz. Oh, Holy Spirit. Oh, Heiliger Geist. You are already dwelling in us. Du wohnst bereits in uns. You are working in us. Du wirkst bereits in uns. You want to renew us. Du möchtest uns erneuern. I'm already getting a word of knowledge. Somebody is getting a very good hope and consolation.
Ich bekomme gerade ein Wort der Erkenntnis und da wird mir gesagt, dass jemand hier ist, der wirklich neue Hoffnung und einen großen Trost erfährt. I announced some healings before lunch. Is there anybody experienced that healing, want to give a testimony of that? Ich habe vor dem Mittagessen einige Heilungen verkündet, laut ausgesprochen. Betrifft das jemanden, der diese Heilung erfahren hat, der das bezeugen kann, dass es ihn betrifft? Ja, please, what is that? You can come. Was ist das? Komm mal nach vorne. Oder magst du nach vorne kommen? Von heute Morgen an bis in den Nachmittag hinein, alles, was gekommen ist, hat mich sehr angesprochen, sehr berührt. Und ich habe. From morning till now, everything was touching me very much. What was happening? Und was meinen Familienstammbaum angeht, das ist mir heute ganz klar geworden, dass das ist, was Gott hier heute heilen möchte. And belonging to my family tree, I realized that is really that was what God wants to heal here on this day. In unserer Familie war und ist auch noch Chaos. In our family there was and still now there is Chaos. Und es sind vorher auch noch sehr viele Dinge gewesen. Ich bin geschieden, ich hatte Riesenprobleme, ich musste ins Insolvenzverfahren gehen durch meinen Mann. Many, many things happening in my life. I am divorced and I have to make insolvenz because of my husband. Also das kamen so viele Probleme auf einen Haufen. So many problems were there together. Ich konnte nicht mehr, ich bin zusammengebrochen. I totally break down. Ich war 10 Jahre lang depressiv. Ich hatte starke Depressionen. About 10 years I was in deep depressions. Ich war auch in der Klinik. I also have been in several hospitals. Aber das hat mir alles irgendwie nicht so gut geholfen. Ich musste auch Tabletten nehmen. I had to take medicine, but I did not really get a real help. Und ich war sehr isoliert. I was very isolated. I was very alone. Ich habe von allem Abstand genommen, ich bin berentet worden, ich konnte nicht mehr arbeiten. I was not able to work, I got pension and I went to, in distance to everything. Und dann hatte ich einmal Besuch bekommen von einer Freundin. And once I got a visit from a friend from me. Und sie gab mir den Vers aus Jeremia 29, Vers 11. And she gave me the message from Jeremiah 29:11. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Und mein Plan mit euch steht fest. My plans are for your healing and not for your disaster. Und ich habe begriffen, dass Gott das alles gesehen hat, von Anfang bis Ende, dass and er alles gesehen hat. God has seen everything from the beginning till now. Und dann eines Tages habe ich Bibel TV gesehen und Joyce Meyer war dran. Then one day I was looking Bibel TV and I heard Joyce Meyer. Und sie sagte, wenn du auf einem toten Gaul sitzt 10 Jahre lang, dann wird es Zeit aufzustehen. And she was telling, when you are riding on a dead horse 10 years, then it will be the time to get up. Und sie sagte, Lazarus, komm jetzt raus! And she was preaching, Lazarus, come out now! Stand up, raise up! Ich wusste, das ist ja, bin ich ja. And I realized, that is me. Und dann fing ich an, Schritte zu gehen. And ich habe das gemacht. Then I start going step by step. Ja, das ging langsam voran, aber ich merkte, oh, hier passiert was. Yes, it was slowly, but I realized something was happening. Und also viele Dinge sind geschehen. Ich habe so oft erfahren, wie barmherzig Jesus ist. So many things are happening and I realized in so many situations how merciful our God is. Zum Beispiel war ich letzten Samstag hier zu einem Musical in Werl. Ich komme aus Böhnen. For example, last weekend I was here for a musical in Werl. I'm coming from a neighbor town.
da ging es um Petrus. Und das Wort war Peter. Und da wurden Einladungskärtchen verteilt für diesen Tag heute. And then on this musical I got an invitation for this day today. Und ich sehe das Bild von Jesus. And on this invitation card there was the picture from the Divine Mercy Jesus. Und ich weiß, da muss ich hin. Ich habe noch nicht mal gelesen, dass es um den Stammbaum geht. That was touching me so much. I did not read what was the topic, but I saw this picture and I know I have to go there. Yeah. And that's why I'm here. Ja, und ich war gespannt, was kommt, aber dass das jetzt die Wahrheit aufdeckt, alles in mir, meine eigene Sünde, und dass Gott das alles gesehen hat und er hat mir alles vergeben. And I realized God has seen everything, he has seen all my sins and he has forgiven everything. Amen. Halleluja. Danke. Danke. Danke für die viele Arbeit an dem Stammbaum. Vielen Dank. Danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Anybody else want to share something? Gibt es noch jemanden, der etwas mitteilen möchte? Please come, it's a chance to proclaim this. Kommt ruhig nach vorne, das ist auch die Möglichkeit, dass ihr mal verkündigen könnt. Yes, come. Komm, Manuela. Yeah. Yes. Also, heute Morgen, als Thomas Paul angefangen hat, über den Stammbaum zu sprechen, habe ich mir gedacht, oh, okay, nee, also irgendwie ist das nicht so meins. Das, was er sagt. When you were speaking about the family tree, I was thinking, no, that is not really my point. Und das Beispiel, was er gebracht hatte vorhin nach der Pause, das war ich. But then the example you brought after the break, after lunch, this example that was myself. Halleluja. Ich habe ihm am Tisch gegenüber gesessen und habe gesagt, nee, Thomas Paul, okay, also es ist logisch, es ist nachvollziehbar, aber also meine Familie, da ist so vieles angefangen von meinem Opa, wer weiß, was sonst noch gewesen ist, wovon ich nicht weiß. Yes, I was talking to Thomas Paul at the lunchtime. So yes, Thomas Paul, I understand everything, but so many things are happening in my family tree that I did not know and no. Ja, und ja, jetzt heute Nachmittag ist das wirklich richtig klar geworden. Ja, und diese ganzen Beispiele, ich meine, diese Aufzählung aus der Bibel, die kennt man, denke ich, aber dass das alles solche Menschen waren mit solchen Sünden, das war mir nicht so ganz so bewusst. Yeah, but that in the afternoon I really was touched because all the persons in the family tree, yes, I know the names, but what is behind these names, that was not in my awareness. Ja, also von daher, und das hat das alles nochmal aufgeklärt und jetzt bin ich davon überzeugt, okay, es ist abgeschnitten, so wie du es gesagt hast. Now the things are very clear and I realized, really, it is cut off. Do you really feel a joy the moment you decided? Ja, ja. Also hast du wirklich diese Freude gespürt in dem Moment, als du das erkannt hast? Ja, ich habe heute vor der Mittagspause, als du gesagt hast, so, da sind Menschen, die das fühlen, habe ich mir gedacht, naja, bin ich das, ja? Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, wenn ich es sein sollte, dann wirst du mich das spüren lassen. Yes, it's when you proclaim there's someone feeling really joy, I was thinking by myself, is that I me? But Lord, if it is me, you will show me. And yes, it is right. Yeah. Genau. Thank you. Very good. Thank you. God bless you. Yes. Anybody else? Noch jemand? It's important, these testimonies, that will be the best healing for others. Also diese Zeugnisse sind wichtig, das ist manchmal die beste Heilung, auch für die anderen, die das dann hören. Yeah, we are in front of the Lord, and he is the one who is doing it.
Wir sind hier vor dem Herrn und er ist es, der das Ganze bewirkt. Ja. Ups, ja, okay. Ja, also für mich war das auch eine große Befreiung heute. Mir ging es die letzten Tage gar nicht gut und ich wusste gar nicht, wie ich die Türen schließen sollte. For me it was a really great freedom I got today, because the last day I was a little bit disturbed and I did not know how to close all these doors and windows. Windows auch noch, genau. Ja, und jetzt der ganz einfache Punkt ist der. The simple point is. Gut, lass mich. Genau, mit der Taufe. Wenn ich erkenne, was meine Taufgnade ist, dann ist mein ganzer Stammbaum befreit. It belongs to the baptism. If I really realize what is the grace of baptism, then my whole family tree is free and is healed and sacrificed. Was kann ich jetzt glauben und ich bin frei und kann ihm vertrauen. Genau. This I can believe and I can trust in it. Also, and now when you press this, do you feel a special joy? Yes. Und wenn du darauf vertraust, spürst du eine besondere Freude. See him laughing. Ja, yeah, schaut auf ihr Lachen. Okay. Yeah. Thank you. That is what St. Paul says, rejoice in the Lord always. Paulus sagt, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. But this joy comes through this understanding. Aber God, diese Freude können wir nicht machen. Sie kommt wirklich, wenn wir das wirklich tief verstehen. Pope Francis says, we are Christians, we are people of joy. Papst Franziskus sagt immer wieder, wir sind Christen, wir sind Menschen der Freude. All his encyclical was Gaudate, Gaudate, Gaudate. Alle seine Enzykliken hatten mit der Freude zu tun. Gaudate, freue dich. Christian life is a joy. Das Leben ist eine Freude. So where is the sadness? Wo ist da die Traurigkeit? Sadness is taken over. Die Traurigkeit ist hinweggenommen. And changed. Ist hinweggenommen und ist verändert. Yeah. See the two crosses. Denkt nochmal einmal an diese beiden Kreuze. Yeah. He glorified. Er ist der Verherrlichte. Das Kreuz beginnt zu blühen an den Enden. Okay. Now anybody else? So, gibt's noch jemanden? Katharina, komm. Also ich fühlte mich angesprochen, als Thomas Paul anfing zu sagen, dass ich ein adoptiertes Kind Gottes bin. I was touched when you spoke about adopted son. Und dass ich die gleichen Rechte habe wie Jesus. And that I have the same rights than Jesus. Das sind immer so Dinge, an denen ich ziemlich gezweifelt habe. That was for the times my doubt. Und als ich das dann hörte, dass ich durch die Taufe eine neue Schöpfung geworden bin, and when I realized that through baptism I'm a new creation, und dass da wirklich dieser Schnitt passiert ist, oh mein Gott, ich habe so eine Freude in mir gespürt. There was such a joy in my inside. Und noch mehr, als Thomas Paul dann erzählte, dass im Matthäus-Evangelium der ganze Stammbaum aufgeführt wurde. And much more when he was speaking about the family tree of Jesus in Gospel of Matthew. Weil ich habe bis dahin auch immer zu denen gehört, die diese Seiten überlesen haben, weil ich das langweilig fand. Because for other times all these passages I found it was boring and I did not really read it. Aber das jetzt so nochmal zu hören, wie der Stammbaum Jesu war, das hat mich total versöhnt. And I really got reconciliation when I heard how really was the family tree of Jesus. Weil in meiner Familie ist eigentlich auch jetzt gerade in den letzten Jahren so viel kaputt gegangen. Because in my own family there are so many things are broken in my family life. Letztes Jahr Weihnachten haben meine Töchter den Kontakt zu mir abgebrochen, komplett. Last year Christmas my daughters broke the contact to me. Aber das heute hat mir eine totale Hoffnung gegeben. But today I really got a new hope. Halleluja. Katharina.
Anybody else? Gibt es noch jemanden? Thomas Paul. Komm, komm. Am Anfang hier nach Werl kam, da waren das genau diese zwei Dinge. At the beginning, when you came to Werl, it was both things you were preaching. Und was war es denn, das Erste? Was den Familienstammbaum. Den Familienstammbaum. Aber da war was Bestimmtes dabei. Jetzt weiß ich schon. Family tree of Jesus Christ. Den Familienstammbaum Jesu Christi. Ja, aber wie gesagt, ich habe gesagt, das hast du doch schon alles gehört. I was thinking, you have heard this several times, you must not hear it again. Das war einfach lästig. Das habe ich negativ alles hinter mir gehabt. All these things are in my past and these were negative things and I don't want to think about it again. Unsere Ehe war geschieden worden und drei kleine Kinder blieben zurück. My marriage was divorced and three little children were with me. Eine Totgeburt war dabei, and one, wo ich nichts von mitbekommen habe. One birth was a dead child and I did not realize this. Es war, ich wäre am liebsten im Mauseloch verkrochen. Das habe ich sicher schon 10, 15 Mal in den ganzen Jahren gesagt. So many times I told that I would like to hide myself. Und es ist nicht immer, ich würde es mir auch gönnen, aber nicht immer eitel Freude oder fröhlich sein, das ist es gar nicht. But it's not every time, it is very joyful. Aber ich glaube, ich freue mich einfach schon auf unsere nächste Zeit. But I think I'm very joyful for the next meeting. Unbedingt. Und wenn der Katharina dann mir gestern auch dann ihr Zeugnis schon quasi erzählt hatte, ja, das war sehr stark, hat mich sehr berührt. And yesterday I heard the testimony of Katharina and I was really touched by this. Und wenn ich vorher im Mauseloch mich verkriechen wollte, so weiß ich, dass ich jetzt geführt worden bin, auf, ja, nicht nur geführt, sondern durchgetragen worden bin. And I realized that all the time I really was guided and the Lord was not guiding me, he was carrying me. Ja. Very good. Ich weiß nicht mehr. Ja. Aber, na, ich krieg's nicht mehr auf der Reihe, aber es sind nur Bruchstücke. Aber aus wirklich, und der Anfang, nee, den muss ich euch dann auch, weil so viele Fremde bei sind. Das war ein Heilig-Geist-Seminar. I just have to tell you the beginning, because here are some new people. It was a seminar of Holy Spirit. Und das war in der charismatischen Gruppe. It was in the charismatical renewal. Gelaufen und wir hatten gute Begleitung auch. Und dann ging es darum, wir hatten zu Hause jeden Tag, 9 Tage lang, bestimmte Schriftstellen zu lesen. Ich habe das morgens und abends gemacht. 9 days, every day we had to read a passage of the Holy Scripture. And I was doing this in the morning. Und beim ersten Mal ist mir gar nichts bewusst geworden. But first time I did not realize anything. Und nachts hatte ich einen Traum. But in the night I had a dream. Es war dunkle Nacht. It was very dark. Es gingen Menschen auf der Straße. People were walking on the street. Dahinter noch eine Reihe. And another road. Und jeder hatte einen Garten. Hackebeil in der Hand. And everybody has a tool from the garden in his hand. Und schlug mit diesem Hackebeil dem Vordermann eine Öffnung in den Rücken. He was hacking his man in the front in the back. Und die Menschen gingen unbeirrt weiter. But they were walking. In dem Moment erstrahlte nämlich ein helles Licht in der Öffnung. Because in this wound in the back there was the light shining. Und da konnte ich nichts mit anfangen, das war alles. Aber als ich dann den Text nochmal las, first I didn't realize what was the meaning, but when I read the scripture again, jetzt habe ich wieder vergessen, wo es steht.
Ich nehme das Herz aus Stein aus eurer Brust und gebe euch ein neues Herz. Then I was realizing it was the meaning. I take away the stubborn heart from you and I give you a heart of flesh. Und das Zeugnis habe ich schon ein paar Mal erzählt. This testimony I was given several times, but yes. Good. Danke. Thank you. Thank you. Ja.